Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Osiris New Dawn. Wir haben heute den zweiten Teil der Alpha-Mine vor uns und den werden wir uns auch mal ganz schnell antun. Das heißt, wir gehen einfach rein und das letzte Mal sind wir nach rechts gegangen, sind wahrscheinlich durch die Planetenoberfläche durch auf die Seite B. Und heute gehen wir einfach mal zum Ausgang A, dort wo wir hinwollen. Und ich habe den Tipp bekommen, dafür nochmal ganz vielen Dank. Ich hoffe, das funktioniert. Jetzt muss ich erstmal schauen. Halt, das waren die falschen Tasten. Das muss ich nochmal um. So, jetzt sollte es funktionieren. Das mal abzunehmen hier. Und dann sollte das Stamina besser reichen. Unsere Bewegungsenergie. Wir werden das gleich mal ausprobieren. In der Tat. Das ist ja putzig. Ist das wirklich so schwer? 10 Kilo? Wow. Und das andere? Was wiegen die Waffen? Ja, die wiegen auch, aber... Keine Ahnung. Okay, also ganz herzlichen Dank nochmal für den Tipp, das Solarmodul abzunehmen. Schöne Sache auf jeden Fall. Na? So, okay, wir werden mal schauen, wie wir da hinkommen und was uns erwartet. Manchmal ist hier noch so eine Kiste drunter. Zumindest könnte ich mir das vorstellen. Ja, wie gesagt, heute zweite Teil. Wir werden uns Richtung A bewegen. Und wir müssten dann bei den Bäumen, bei dem Schwefelgebiet rauskommen. Das müsste... unser Zielort sein. Und von dort ist es ja nicht weit zur Basis. Und ja, den Buggy lassen wir erstmal stehen. Den können wir dann irgendwann später holen, wenn wir das wollen. Und ich wechsle mal auf die Waffe. Und dann schauen wir einfach mal. Ne? Die Loren sind leer. Hier ist auch alles leer. Ja, hier ist nichts zu holen. Okay, dann geht's weiter. Ja, ich denke, wir werden bestimmt... 15, 20 Minuten brauchen bis zum Ausgang. Ah, ich weiß es nicht genau. Mal sehen, was jetzt hier passiert. Und wenn wir dann angekommen sind, machen wir noch ein bisschen was an der Basis. Na, laufen wir zur Basis zurück. Und dann werden wir weitersehen. Na. Aber ich wollte das eben auch mit einfügen, die Höhlen. Ich hätte es nur gerne, dass es nicht so lange dauert. Ich will es auch nicht rausschneiden. Aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, es gibt nicht so viel... Bildmaterial, was die Höhlen angeht. Und da hätte ich es schon ganz gerne drin, dass man eben auch sieht, was oder wie die aufgebaut sind, was kann passieren, was gibt es eventuell für Hindernisse. Das dann schwierig zusammenzuschneiden oder überhaupt zusammenzuschneiden, halte ich für schwierig, sagen wir es mal so. Und deswegen, ja, wir bewegen uns, wie gesagt, links wahrscheinlich durch die ganzen Felsformationen, durch die Krater entlang. Und wir sind jetzt auch schon zwei Stufen aufgestiegen. Das heißt, wir sind auf alle Fälle schon ein ganzes Stück über der Erde wahrscheinlich. Ja, und dann werden wir irgendwann wieder absteigen, damit wir wieder auf die normale Ebene kommen. Ja, so, ich denke mal, so in der Art wird es passieren. Wir drehen uns trotzdem mal um, schauen uns mal, nehmen uns mal Zeit für die Strukturen hier. Ja, ja, wer es auch immer gebuddelt und gegraben hat. Also die Höhlen sind wahrscheinlich da, aber die... verschiedenen Rohrleitungssysteme hier, die man eventuell braucht. Mal schauen, was das für ein Ausgang ist. Gar keiner. So war es zu erwarten. Wir können auch nochmal hier durchklitschen. Also wir sehen hier dahinter, sieht es felsig aus, aber es kann natürlich trotzdem, aus dem Winkel muss es nicht unbedingt bedeuten, dass es trotzdem kein Durchgang ist oder dahinter nicht weitergeht. Im Spiel nicht, aber von der optischen Sache her, meine ich. Ne? Ja. Man sieht ja immer bloß die linke Seite und ein bisschen Fels. Warum soll es nicht nach rechts da weitergehen? Aber wie gesagt, alles ein bisschen Mutmaßung. Und fürs Spiel spielt es keine Rolle, weil es eben da nicht weitergeht. Und wie gesagt, jetzt gehen wir wieder runter. So wie ich das angekündigt hatte, war ja klar, wenn wir mal aufsteigen, gehen wir runter. Und das sind gleich, würde ich gleich sagen, das sind gleich zwei Ebenen. Das sind gleich zwei Ebenen, das ist nicht bloß eine. Das würde ich sagen, das sind schon fast zwei. Na? Hm. Schauen wir mal. Ich würde nochmal hier drunter schauen. Ne, da ist auch nichts. Ja, und ich vermute mal, jetzt sind wir hier in einem großen Raum. Gibt es wieder Rohstoffe? Wir werden gleich die ersten, ja, Lebensformen wieder auftauchen. Also Gold würde ich nicht unbedingt mitnehmen. Da bin ich ganz ehrlich. Was ist denn das? Nix. Aber wenn das hier Blei ist? Jo. Blei würde ich mitnehmen. Sehr schön. So, kleinen Moment, mal ganz kurz hier. So, das hätten wir wieder. Lithium haben wir eigentlich, aber ja, wir können mal ein klein wenig was mitnehmen. Dann haben wir wieder Gold. Oh, da war irgendwas Großes.
hätte gedacht, ich habe da irgendwie ein Bein gesehen im. Oder es war eine. Nee, es war eine. So eine Stalagnit oder Stalaktit. Ich kann das nicht so richtig auseinanderhalten, was was ist. Aber ist auch egal. Ich weiß, das eine kommt von oben, das andere kommt von unten. Starvation Warning. Okay. Wo bist du? Aha. Na klar, sie wieder alle. Wie das immer so ist bei uns. Da hinten geht's weiter, das ist eine Höhle. Oh oh. Oh oh. So, kann ich hier noch was inspizieren? Ja, kann ich, aber eigentlich müsste ich dich doch auch schon 20 Mal haben, oder? Manchmal verstehe ich es nicht so richtig, weil haben wir doch schon. Warum muss ich es dann noch inspizieren? Aber gut, dann ist das eben so. Das Grobium nehmen wir auf alle Fälle mit. Das kann man immer gebrauchen. Und ich bin gespannt, was wir hier vielleicht finden oder auch nicht finden. Schauen wir mal. So, auf alle Fälle, wie gesagt, nehmen wir ein paar Ressourcen nehmen wir mit. Ja, na. Jetzt. Okay, ich gehe mal hier. Das war Lithium, das nehme ich jetzt nicht mit. Vielleicht habe ich das die Lebensform doch gesehen. Vielleicht war das das doch, was ich gesehen habe. Ist halt nur um den Stein rumgelaufen. Kann natürlich sein, ne? Nehmen wir nochmal Chromium. Nehmen wir mit. Wie gesagt. Es werden ja auch manchmal, oder es war mal die Info, dass auch Ressourcen angezeigt werden, die nicht auf der Oberfläche sind. Das macht das Ganze natürlich dann auch ein bisschen schwierig, weil wir dann nicht genau einschätzen können, wo es dann ist, ne, im Endeffekt. Und ich würde sagen, ich esse mal was. Erstmal noch ein zweites und wir trinken was. Sehr gut, da geht es uns doch schon wieder gut. So, da haben wir hier die eine. Und sind wir von hier gekommen? Ne, das ist die andere Höhle. Ups. Inspizieren kann ich. Ja, bringt uns aber trotzdem nichts. Von wo bin ich gekommen? Von hier. Genau, Treppe runter. Okay, also dann würde es heißen, wir gehen. Rechts ist etwas. Ich fände es eben schöner, wenn der. Wenn die Taschenlampe ein bisschen weiter strahlen würde. Es ist nur die Frage, das ist ein Höhlensystem. Das sieht sehr weit aus. Ups, nicht heranlaufen. Ich nehme das Chromium trotzdem mit. Machen das einfach mal so. Und wenn hier was auftaucht, dann müssen wir eben draufhalten, dann ist das so. Lässt sich nie ändern. So. Ich hoffe, mit dem Ton und so, das geht alles. Dass ihr da keine Probleme habt mit irgendwas. Dass alles passt. Also ich höre alles super. So, Gold lasse ich da. Hier habe ich jetzt noch Chromium. Ja, von der Sache her. Hm. Aber ich weiß es eben nicht. Wir nehmen es einfach mit. Es ist ja. Die eine Lagerstätte haben wir, glaube ich, schon gefilzt und die andere vorne beim dem Buggy dort. Die Stelle, die Chromiumstelle ist vielleicht auch nicht unbedingt mehr viel da. Und ich würde eigentlich nicht unbedingt gerne wiederkommen wollen, hier mitten in den in die Mine rein, nur um nochmal 20 Chromium zu holen oder so. Deswegen machen wir es gleich. Ne? So. Und wir sehen auf alle Fälle, dass Solarmodul, dass diese 10 Kilo das so entscheidend ausgemacht haben. Finde ich echt heftig. Ja. Finde ich trotzdem heftig. Und hier ist der andere Gang. Oh wow. Na, wir gehen jetzt mal hier schauen. Hier geht's hier drüber. Das müsste dann eigentlich der Hauptweg sein. Ja, ja. War aber ziemlich schnell das gute Stück, oder? So, nochmal jetzt mit. Alter, das habe ich nie gesehen. Eieieiei. Das wäre es ja fast gewesen. Also, da geht's da lang. Ja, wo gehen wir jetzt lang? Oh, nee. War diese Entscheidung. Ich halte das hier für den Hauptweg, deswegen gehen wir mal rüber in die andere Abteilung. Und schauen dort mal, wie wir dort vorankommen. Was ist denn das hier noch schön? Ist nochmal Chromium. Ja, ich kann nicht widerstehen. Es tut mir leid. Ich schaue trotzdem mal, wie schwer wir sind. Ja, wir haben noch gute 60 Kilo Luft. Das ist okay.
Das wäre schade, wenn es uns dann irgendwo vielleicht fehlt, ne? So, und ich werde gleich nochmal unsere Werte überprüfen. Wir haben also den Sauerstoffgenerator drin und die Solarpanel haben wir abgelegt, oder das Solarpanel. Und wir gehen jetzt hier rein. Und, wow. Wow, gigantisch. Und ich sehe nichts. Oh, wenn ich mich hier verirre, ich sag's euch. Also ich glaube, mit 20 Minuten mal schnell den restlichen Gang hier durchgehen, ist nicht. Ja, haben wir keinen Ton gehabt, da war wieder so ein Soundpack, aber Mückeri, das nehme ich jetzt alles nicht mit. Machen wir hier schnell die Flitze, ob wir hier noch ein Silber. Silber ist gut, Silber nehmen wir mit. Silber ist ja mittlerweile so ein, ja, ich sage jetzt nicht Mangelware, aber ein bisschen knapp. Auch in unserem Depot und ich glaube auf der Karte, da sind noch ein paar Stellen, aber wenn wir es hier vorrätig haben, nehmen wir es mit. Unsere Chisel wird ja hoffentlich noch ein bisschen halten. Ja. So, schauen wir mal. Oh, die ist noch gut dabei. Die Waffe ist auch noch gut dabei. Munition haben wir bestimmt auch noch genug von daher. Okay. Aber bin jetzt keine Abzweige mehr. Oh, nee. Wenn ich mich hier verfranse. Das ist ja wieder. Ja, jetzt ist die Entscheidung schwierig, ne? Was machst du? Ja, da wir es ja erkunden wollen, müssen wir ja fast. Ich würde nur ungern die Ressourcen hier lassen. Das ist eigentlich mein Problem. Ja. Okay, wie gesagt, das Silber nehmen wir mit. Wir hatten draußen in dem einen Gebiet hat man nichts mehr. Das andere wird sich zeigen. Kobalt. Und dann nehmen wir mal eins mit hier noch. Ich glaube, wir haben ja schon was gesammelt. Kobalt hätten wir aber auch draußen. Also das ist jetzt nicht so primär. Das Problem ist, ich darf mich hier nicht so verfranzen. Das ist nochmal Silber. Ich nehme es nochmal mit. Ist dann auch das Letzte. Ja. So, und hier müssten wir jetzt gekommen sein. Von hier irgendwo. Genau. Na, das ist die Höhle, genau. Und das ist hier, da wo wir hin wollen. Ja, das sieht ewig weit aus, ne? Sieht wirklich ewig weit aus. Hammer. Also Essen, Trinken passt. Essen, Trinken passt. Gut, da werden wir mal gemütlich laufen, ein Stück. Wir müssen halt. Ich kann es nicht ändern und ich glaube, die Folge wird wieder so lang wie vom ersten Teil, vom Eingang B rüber auf die Seite B durch den Planeten durch. Ja. Oh. Ah. Ah. Okay. Wir gehen nochmal ein Stück ran. Vielleicht gibt es hier ein. Okay. Hammer, oder? Oh, oh. Das sieht wieder so aus nach diesen Ringen, ne? Okay, also was es auch immer ist, es ist nicht durchgängig. Gut, damit haben wir das geklärt. Hinter uns steht keiner? Nein. Sehr gut. Aber es trotzdem putzig, ne? Trotzdem ist es putzig. Okay, dann haben wir es ja nicht ganz so übertrieben, sag ich mal. Oh wow. Tja, kann ja mal passieren, ne?
So, also ihr seht, wir können dort ewig weit hinter, aber der Gang ist zu. Ja, definitiv. Wir haben jetzt hier unseren Weg nach draußen und hier drüben war noch irgendwas, glaube ich, ne? Wir gehen da nochmal schauen. Ich glaube, hier drüben war ja noch ein Weg. Ja, da wird man einfach mal reinschauen. Keine Ahnung, hier ist eine. Ne, das ist nur eine Säule, es spaltet sich nicht auf. Okay. Man darf eben bloß nicht die Orientierung verlieren, weil hinter solchen Sachen hier kann dann auch mal ganz schnell ein anderer Gang sein und das, ja, das wird dann kritisch, sage ich mal. Ich habe das einmal gemacht und habe mich mit Mühe und Not raus verfranst, nachdem ich mich drin fast verloren hatte und ich drin die Orientierung verloren hatte. War das schon ein bisschen heftig. Oh, geil. Aber wir schauen das noch mal hier. So, da ist unser Ausgang. Hier links müssen wir noch mal schauen. Ja, und das war damals auch so hier ein bisschen so dahinter. Und kann ja sein, dass sie das in der Zwischenzeit ein bisschen mal die Gänge gefixt haben. Fände ich ja auch mal schön, dass man sich nicht so wie wir damals. Ich glaube, von hier sind wir nicht gekommen. Nee. Wir sind von hier gekommen. Oh, wow. Genau, hier ist unser Dings, genau. Und ich würde sagen, wir gehen als erstes mal hier rechts. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, wo ich bin. Wir gehen als erstes mal hier rechts und ich vermute mal, dass hier wieder so eine Art Lagereinrichtung ist. Na, schauen wir mal. Hallo? Was hast denn du für ein Problem? Was essen? Nö, nicht wirklich. Kalt ist hier. Ja, schauen wir mal. Okay, hier gibt es Ressourcen. Kobalt, 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 das will ich alles nicht. Das haben wir noch im Norden. Das finden wir noch im Norden. Das ist nicht das Ding. Nee, das ist alles nichts für uns. Wir schauen mal in die Kiste. Schön. Diamanten sind wichtig. Mal sehen, wo es hier hingeht. Ja, also hier ist es auf alle Fälle ziemlich kalt, ne? Ja, dann ist das so. Wird das auch schön gemacht mit dem Einfrieren? Ist schon nett. Kann man nicht meckern. Ja. Haben wir hier einen Ausgang? Nee. Okay, also ich vermute mal, es ist wieder so ein Nebenweg. Wir werden jetzt hier gleich auf eine Lagereinheit treffen, wo wir noch ein bisschen was looten können. Ich glaube nicht, dass wir noch das ein oder andere Tierchen hier treffen. Aber. So ist es halt. Okay. Okay. Tja. Ich darf die Orientierung nicht verlieren. So, hier ist das. Sind wir von hier gekommen? Nee. Oh. Quarz. Wow. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind.
Also hier wollen wir auf alle Fälle noch nicht. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt in einem anderen Tunnelsystem sind. Das wäre echt mal eine coole Sache, wenn es da irgendwie eine Info gäbe. Du hast Tunnel XY gekreuzt. Hier haben wir keinen Ausgang. Lager. Wow, das ist ja eine Runde. Also doch Lagereinrichtung, aber übelst weit weg. Und ich weiß nicht. Ja, das stört mich nicht hier, wenn der ein bisschen schreit vor Kälte, hat er Pech. Schöne Diamanten. Wahnsinn. Wie gesagt, wir brauchen ja, glaube ich, für die Bohrer brauchten wir Diamanten, ne? Das ist natürlich absolut phänomenal. Hier ist Gold, will ich nicht. Mir scheint fast so, wenn es leer ist, dass wir hier schon waren, aber wie soll das möglich sein? Ich weiß es nicht. Oh oh. Da gehen wir nicht weiter. Da haben wir wieder das Problem. Da fallen wir vom Planeten runter. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Wir hatten das schon mal, wie gesagt. Ich habe ja schon mal eine Höhlenerkunde gemacht im leichten Let's Play. Da hat man dasselbe Problem. War danach nicht so prickelnd. Na, gehen wir nicht weiter. Ich hoffe, ich finde den Weg jetzt zurück. Und ich weiß noch, wie ich abgebogen bin. So. Ich habe mich gerade ein bisschen verfranst. Also ich muss da noch mal ein bisschen hin und her rennen, dass ich mich wieder zurückorientiere. Aber ich glaube, da bin ich ein bisschen... Was sagen denn die Werte? Was trinken? Ja, schön. Okay. Ach, Gesundheit ist das. Okay. Ja, kein Problem. Ja, wie gesagt, das mit den Spalten hier ist auch so eine Sache, ne? Wo geht's da hin? Fallen wir durch die Karte? Fallen wir ins Universum raus? Oder ist das einfach nur so eine... ja. Eine einfache Spalte, die vielleicht unten einen anderen, eine andere Mine kreuzt. Das könnte ja auch sein. Weiß man nicht. So, und jetzt ist die Frage. Wo sind wir hergekommen und wo müssen wir hin? Okay, das war die Metallerne. Ich glaube, wir sind hier von links gekommen. Irgendwo von links hier. Ja, genau. Hier sind wir hergekommen. Das werden wir uns merken. Und hier vorne war auch noch ein Eingang, Ausgang, Übergang, Durchgang. Wird man es einfach nochmal anschauen. Schauen wir mal. Also ihr habt es gesehen, ne? Das sind dann, da hört dann der Tunnel auf und ist dann vielleicht nicht so prickelnd, ne? So, der ist runtergefallen. Sehr gut. Ja, schauen wir mal, wo es hier hingeht, oder? So. Schön. Wie sieht es mit unserem Gewicht aus? 525, also wir haben noch gute 40 Kilo. Das ist okay. Was haben wir noch an Waffen? Halt, wo ist es? Oh, haben wir noch 49 Magazine, das reicht auch. Halt. Das wollte ich. So. Ja, Rohstoffe nur noch, was wir jetzt als wichtig bräuchten. So, ich mach mal hier. Da geht's weiter. Und wo geht's hier hin? Ich gehe erstmal hier rechts. Das ist nix.
Es gibt ja auch solche Höhlen, wo Rohstoffe sind, ne? Und das sind dann wahrscheinlich genau das, was wir gerade hier finden. Ja, das müsste jetzt hier eigentlich dann endlich sein. Eigentlich ist es schade, wie gesagt, das da zu lassen, aber wir haben das momentan noch draußen. Ja. Wir haben Gold, finden wir noch draußen. Aber wir wissen auf alle Fälle in der Alpha-Höhle, wenn wir Eingang A oder B reingehen, da braucht man nicht lange, um dann was zu finden. So, von dort sind wir gekommen und ich werde nochmal hier geradeaus gehen. Und hier geht es ein Stück weiter. Ja, müssen wir mal schauen, nicht, dass wieder hier der Tunnel aufhört. Ihr wisst Bescheid. So. Ja, ich habe gedacht, wir kommen heute kürzer um die Runde. Aber ich möchte natürlich die Gänge auch erkundet haben und nicht bloß von A nach B laufen, sondern auch alle Seitenwege. Und wenn einer von euch mal Lust hat, kann er sich ja da eine topografische Karte erstellen. Aufgrund der Tatsache, wie wir gelaufen sind. Dann weiß er Bescheid, wo er vielleicht mal was findet. Ja. Wäre eine absolut schöne Sache. Kiste. Könnte hier ein Ausgang sein. Jupp, hier ist ein Ausgang. Also wenn das jetzt Ausgang A ist, dann fresse ich einen Besen. Ich hoffe, es ist so nicht. Nein! ich will den Besen nicht essen. Nein, ich will den Besen nicht essen. Okay, Freunde, so sieht's aus. Aber wisst ihr was? Wir machen mal ganz kurz was. Vielleicht bringt es ein paar Minuten. Ja, also wir haben den Ausgang A gefunden, aber ich muss euch noch Folgendes sagen. Wir sind eigentlich. Wäre es geradeaus gewesen über diesen, na wie heißt es, über diesen Spalt hätten wir gemusst eigentlich, dann ist das entweder wieder ein Seitenweg oder ein anderer Tunnel, der dort reinkreuzt, aber das dürfte eigentlich nicht sein, ne? Das dürfte wirklich nicht sein. Ich will es aber hier nicht beenden, denn ich würde gerne noch wissen, was das andere war. Und deswegen werden wir nochmal zurückgehen, auf alle Fälle. Wissen wir jetzt auf alle Fälle erstmal Bescheid. Und der zieht schon wieder so, ne? Der hat hier mit dem Laden hat er ein bisschen Schwierigkeiten, habe ich so den Eindruck. Ja. Also ich denke mal, das ist wirklich das Spiel, das liegt nicht an uns. Wenn ihr das selber habt, mal kurz ein- und auslocken, solltet ihr dieses Problem eigentlich beheben. Ich spare mir das jetzt mal. Und wir gehen nochmal zurück. Ich hoffe, dass ich mir das jetzt gemerkt habe. Also waren hier mehrere Wege? Nee. Sollte nicht gewesen sein. Gut. Ich habe es fast vermutet, wenn die Kiste dort auftaucht, dass wir einen regulären Ausgang haben. Aber eigentlich, ja, ist der Tunnel noch nicht fertig. Für mich zumindest. Deswegen gehen wir nochmal zurück und wir gehen nochmal zu der Stelle, wo es dann geradeaus gehen müsste. Na, nochmal über diesen Spalt drüber. Wir sind ja da rechts abgebogen, haben den Tunnel erkundet und sind ja dort ewig hängen geblieben. Jetzt muss ich bloß mal schauen. Rein theoretisch müssten wir bloß geradeaus. Was ist denn das hier? Ist das der Raum? Das ist der Raum, wo wir waren. Okay. Sehr gut. Ah, dann ist beim Eingang A ja gleich Ressourcen zu finden. Sehr interessant. Also reingehen, runterlaufen und links halten, kommt ihr in diesen kleinen Raum. Genau. Und hier sind wir gerade drüber. Na? Und ich stelle übrigens gerade fest, wir haben das Solarmodul drauf und wir haben eigentlich keine Probleme gerade, ne? Wir haben keine Probleme, was unser Stamina angeht. Aber ich mache es trotzdem mal runter. Na, ein bisschen was sollten wir ja drauf gekriegt haben, nicht viel, aber ich hoffe, dass es reicht. So, und jetzt ist die Frage. Kurze Orientierung. Von wo sind wir gekommen? Wir bräuchten jetzt diesen komischen Zack hier. Ist das das? Das müsste es sein. Von hier müssen wir gekommen. Gut. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob nochmal ein Zwischenraum kommt oder ob wir im nächsten Raum schon rechts weg müssten. Ja, da habe ich leider die Orientierung jetzt verloren, aber wir werden es rausfinden. So, da sollte nichts sein. Genau. Momentan hat er auch keine Probleme mit dem Sauerstoff, ne? Putzig. Wo wir die ganze Zeit laufen, irgendwas ist manchmal ein bisschen strange. Ja, schön.
So, genau. Starvation warning. Ja, ich nehme das jetzt nicht alles mit, ne? Das hat man gelootet, genau. Ja, und jetzt ist die Frage, wie war das hier? Ich bin der Meinung, wir sind hier von links irgendwo gekommen. Jetzt ist die Frage, müssen wir noch weiter zurück? Ja, sowas müsste man sich aufschreiben, ne? Man müsste sich's wirklich aufschreiben. Sehr schön, da waren wir auch noch nicht. Ups, Entschuldigung. Okay, oder wir haben die Kiste vergessen. Nee, die Kiste haben wir nicht vergessen. Keine Ahnung. So, ich gehe mal hier rein. Hier müsste jetzt was drin sein, genau. Also waren wir hier noch nicht. Tanken, sehr gut. Wieder für Munition. Was für, achso, hier ist die Kiste. Sehr schön. Und wir haben einen Haufen Diamanten, das ist echt toll. Also ich glaube, der Ausflug war mega erfolgreich. Vor allen Dingen, weil wir hier... da ist nichts. Nee. Weil wir hier eben sehr viel gefunden haben, was wir wirklich wunderbar gebrauchen können. So, und ich glaube, hier sind wir fertig. Dann können wir zurückgehen. Gut, das war ein Nebenraum. Dann müssten wir jetzt wirklich dort nochmal bei den dritten Säulen. Denn wir hatten nämlich zwei Räume mit den Säulen, ne? So wie wir gekommen sind. Ja. Und ich esse mal was. Und wir trinken mal was. So, wunderbar. Ja, und jetzt müsste hier irgendwo nochmal der Raum mit der Säule kommen. Genau, da sind wir, glaube ich, hergekommen. Oder haben wir überprüft? Ich weiß es nicht mehr. So. Und. Genau, hier müssen wir jetzt durch. Und dann müssten wir hier rein, theoretisch rechts. Jetzt müssten hier wahrscheinlich wieder irgendwelche Kreaturen auftauchen. Von dort könnten wir gekommen sein. So, jetzt muss ich bloß mal schauen, ne? Aber wie gesagt, das würde ich gerne. Und jetzt müssten wir hier durchgehen und jetzt müsste hier wieder so ein Graben kommen. Kommt nicht. Sind wir von hier gekommen? Oh wow. Ich bin gespannt. Ah, okay, da waren wir. Müssen wir noch einen Weg zurückgehen? Wir haben den durchsucht und sind dann rechts weg. Und irgendwo ging noch ein Weg weg. Das heißt, ich werde jetzt mal hier an der Wand lang gehen. Da müssten wir jetzt auf den Weg stoßen, wo wir rein theoretisch hergekommen sind. Ich weiß bloß nicht mehr, wie der aussah. Bei solchen Sachen sollte man sich auch ab und zu mal umdrehen, ne? Dass man die Rückansicht hat. Vielleicht ist das eine Option. So, hier könnten wir rausgekommen sein. Nee, hier sind wir nicht rausgekommen. Wir sind mit Sicherheit hier rausgekommen. Genau. Ja. Wir sind hier rausgekommen, also müssen wir rechts zurück. Sehr gut. Und dann müssen wir im nächsten Raum sein und dort müssen wir dann wahrscheinlich rechts und dann müssen wir dort über diesen, über das Brücken, über diesen Spalt halt, über die Brücken gehen wieder. So wie wir das gefunden haben. Wenn ihr da gerne nochmal zurückspult, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Und sind wir jetzt richtig?
Starvation Warning. Ich glaube, jetzt müssten wir richtig sein. Ich kann noch mal ganz kurz hier reinschauen. Nur mal, um das zu überprüfen. Denn wenn wir geradeaus den Kanal sehen, genau, dann sind wir richtig. Sehr gut. So. Da hängt was in der Luft. Auch nicht schlecht. Ja, könnte man jetzt auf die Art lösen. Teure Sache. Aber man hätte es eingesammelt. So, und jetzt muss ich mal schauen. Wir müssen jetzt hier noch irgendwie einen Abzweig haben, wo wir dann jetzt auf eine Brücke oder was kommen. Ich weiß leider nicht, von wo wir hier mehr gekommen sind, aber das sieht sehr gut aus. What? Ja, hier waren wir noch nicht. Okay, die Kiste müsste jetzt voll sein. Dann ist das das Zeichen, dass wir hier noch nicht waren. Und dann sind wir goldrichtig. Und ich würde gerne wissen, wo wir hier hinkommen. Genau, zwei Diamanten, sehr schön. Wenn ich richtig geschaut hatte, waren es zwei. So, und ja, und da haben wir dann den Zweig auch noch. Und das ist super Sache. Und hier geht es wieder runter. Ja, es gibt auch hier manche Treppensysteme. Das weiß ich noch, wo ich das damals ein bisschen erkundet hatte. Die führen übelst weit runter. Ja, übelst weit. Ja. So, wunderbar. Wie gesagt, wenn ihr so ein kleines Schlagen hört, das ist manchmal so ein bisschen meine Maus. Ja, die ist halt ja, nicht so sensibel eingestellt, wie sie oder ja, wie sie vielleicht sollte. Deswegen muss ich da manchmal ein bisschen mehr über den Tisch ziehen. Aber ich denke, das ist trotzdem okay. Und wie gesagt, ich hoffe, wir treffen hier nicht auf irgendeine Königin. Aber unser Licht geht langsam zur Neige. Wir müssen langsam Gas geben. Definitiv. Also das ist alles leer. Es sollte... Entschuldigung. Es sollte aber eigentlich nicht leer sein. Eigentlich nicht. Das hieß ja, wir wären schon da gewesen. So, ich gehe mal hier die Kisten abluten. Aber es kann natürlich sein, dass wirklich mal nichts drin ist. So, hier ist alles voll. Also... passt das auch. Sehr gut. Okay. Gut, dann gehen wir nochmal hier rechts runter. Dann müsste das die letzte Lagersektion sein. Und dann wäre es das eigentlich. Ja. Und hier können wir, glaube ich, nichts machen, ne? Nee. Gut, nochmal da oben geschaut. Okay, dann haben wir das auch. Also wir haben dann das Ganze abgefarmt. Hätte man... ja... jetzt nicht anders machen können, aber wir haben es ja irgendwie gelöst. Auf alle Fälle Alpha-Mine reingehen und ihr findet Haufen Gold, wenn ihr Gold braucht und natürlich Mercury, Kobalt und ein bisschen Blei, falls es euch mal ausgeht. So viel zur Alpha-Mine. So, wir werden jetzt zurückgehen zum Ausgang A. Das wird jetzt noch mal ein paar Minuten dauern, aber ich schneide es nicht und ich hoffe, wir werden uns finden. So, hier ist nichts. Und ich hoffe, meine Lampe hält. Wir müssen Gas geben. Wir müssen wirklich Gas geben. Komm, mach los hier. Keine Zeit. So, jetzt weiß ich nicht mehr genau, welchen... oh, wow. War es der? Ich glaube nicht.
Das ist nur irgendwo die Größe, ne? So, sind wir die Treppe runtergekommen? Ja. Oder? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Nee. Treppe sind wir damals hier runtergekommen. Das heißt, das ist der Originalweg. Wir hatten gerade die Treppe, oder? Und wir müssen da lang. Das müsste es jetzt sein. Hier sind wir rausgekommen, glaube ich. Wenn das nicht die Sackgasse ist. Hier rechts. Ach, die lasse ich jetzt in Ruhe, ist mir egal. So, das wäre der und ich, der uns hier nicht weiterbringt, ne? Es tut mir leid, aber ich habe, wir müssen das nochmal testen. Das müsste aber der sein, der hier nicht weitergeht, oder? Ja, genau. Wo sind wir denn hergekommen? Von rechts oder links? Geradeaus sind wir eigentlich hergekommen. Und eigentlich müsste dort links der Ausgang sein, ne? So, ich esse erstmal was. Nutritional balance achieved. Sehr gut. So, hier müsste man jetzt hergekommen sein, ne? Das war das, genau. Da ist der Durchgang. Und hier rechts müsste doch eigentlich jetzt der Durchgang zum Ausgang A sein. Meine Batterie, ich wäre wahnsinnig. Okay, ist der falsche Weg. Ich gehe die Treppe jetzt hoch. Tja, ich habe keine Batterie dabei, das ist das Problem. Das habe ich mir gedacht. Bin ich noch hier die Treppe runter? Ich weiß das nicht mehr. Ich hätte gedacht, die Treppe sind wir gekommen. So, wenn mir das Licht ausgeht, dann gute Nacht. Nee, das ist falsch. Ich habe mich verrammelt. Ich habe mich verrammelt. Ich habe mich wirklich verrammelt. Oh, Scheiße. Nee, das ist falsch. Ich muss dort irgendwo. Ich komme nie wieder raus, wenn ich kein Licht habe. Sieht man was? Oh wow. Sieht man ja gar nichts. Okay, Notiz an mich selber. Nächstes Mal im Notfall die Batterie noch mitnehmen. Das ist genau das. Jetzt habe ich mich so verrammelt. Geradeaus geht es nicht weiter. Rechts geht es nicht weiter. Die Treppe war auch nicht. Das war das letzte, wo wir runter sind. Wir müssten
eine Treppe, die sich um die eigene Achse dreht, runtergehen bzw. wieder hochgehen. Das haben wir, glaube ich, gemacht. Ich bin der Meinung, wir müssen hier rechts weg. Und rechts geht nicht. Ich drehe jetzt hier rechts ab. Hier müsste es rechts sein, oder? Von hier müssen wir doch gekommen sein, rechts. War das hier links? Weißt du was? Mann, du bleib nicht hier hängen, Freund. Das ist der Kanal, der zu ist. Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Die Lampe, ich wäre wahnsinnig. Wieso ist denn hier links keine Öffnung? Wir sind doch von hier gekommen, links. Verstehe das nie. Verstehe das nicht. Und so schnell geht's, ne? Wie gesagt, die Biegenlichter, die man hier setzen kann, diese, die sind alle schön und nett, aber ja, und jetzt wird's ein bisschen viel, ne? Ja. Kleinen Moment. Ja, der will, ihr seht es ja, das Bild will nicht so, wie ich will. Das ist aber der falsche Weg. Es ist der falsche Weg. Wir sind doch keine Treppe hoch, wir hatten das. Ich verstehe das nicht. Wir finden keinen Ausgang bis dorthin. Wir sind rechts rum, dann zweimal durch diese Dings, waren wir wieder zurück. Wir müssen in zwei Höhlen müssen wir kommen. Und ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass wir an diesen Ausgang gekommen sind. Treppe runter, Treppe hoch, sind wir. Ich weiß es nicht. Sind wir nicht. Ich bin davon fest überzeugt, das sind wir nicht. Das war, wo wir den Hauptweg gekommen sind, war das hier. Meine Lampe, ich war wahnsinnig. Das sind die Loren.
Mensch, bleibe nicht hängen hier. Das ist ja zum Nerven. So. Definitiv falsch. Definitiv falsch. Definitiv falsch. Das ist definitiv falsch. Lampe aus. Freunde? Kann ich was kräften? Kann ich was kräften? Nö, kann ich nicht. Ich glaube, die Lampe tut sich ein bisschen selber regenerieren. Kann das sein? Underground? 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 Can be placed on the world as a helpful navigation tool. Das ist natürlich nicht schlecht. Underground. Also kann ich ja unterirdisch auch bauen. Willst du mir das damit sagen? Ne, die Lampe bleibt aus. Tja, Freunde, was tun wir jetzt? Ich bin zweimal durch die Höhle zurück. Dann waren wir in dieser... Sind wir über dieses Dings drüber? Tja, ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich hier wieder rauskomme. Denn ich habe kein Licht. Das ist ein übelstes Problem. Und ich kann auch kein Licht bauen. Ich bräuchte diese Kits dafür. Halt, wartet mal. Wenn man hier so eine Blaupause macht, wie war denn das? Aber da brauche ich ja auch was dafür, ne? Wartet mal, wenn ich das so mache. Underground. Ja, da müsste ich es aber setzen können. Und das kann ich nicht, weil ich die Rohstoffe nicht habe. Da fehlt mir Schrott. Dann hätte ich Licht. Und so habe ich kein Licht. Sieht man was? Mein Ohr, man sieht übelst schlecht, ey. Und ich weiß auch nicht, wo ich bin. Das ist das Problem. Ich bin zurückgegangen. Wir sind durch den Tunnel runter. Wir sind links oder rechts abgebogen. Dann waren wir in den ersten Vorraum. Dann sind wir in den zweiten Raum. Und dort sind wir dann den Hauptweg gefolgt. Geradeaus. Über diese Dings drüber. Und das habe ich, glaube ich, nicht gefunden. Das ist das Problem. Habe ich nicht gefunden. Und ich weiß auch nicht, wo ich hier bin. Äußerst uncool, aber wir haben den Ausgang gefunden. Ja, dann, wie auch immer. Ich probiere mal was, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir zurück. Ja, wir stehen hier an der Alphamine Eingang A. Also das Spiel tut einen da raus teleportieren aus den Gängen. Das ist also eine Möglichkeit, das, ja, sagen wir mal, zu beenden. Wir haben es mitten in der Nacht. Es wird gleich hell werden. Gut. Ich werde zurück zur Basis gehen. Ist jetzt nicht die ideale Lösung, wie man aus der... Oder ja, es ist die ideale Lösung, wie man wieder rauskommt, wenn man sich verfranst im Höhlensystem. Ausloggen, wieder einloggen. Er wird wahrscheinlich am nächsten möglichen Ausgang einen hin teleportieren, beziehungsweise dort, wo man vielleicht als letztes war. Die Sache ist, ich würde das trotzdem gerne nochmal untersuchen. Ja, und das werde ich auch machen und dann sehen wir weiter. Ich hoffe, euch hat der Ausflug trotzdem gefallen von der Alphamine. Wir haben den Ausgang ja gefunden, nur ich musste unbedingt nochmal den Nebenzweig erkunden. Das haben wir gemacht. Ich habe halt nur den Rückweg nicht mehr gefunden. Also merkt es euch, wo ihr wann wie abgebogen seid. Macht euch da ein bisschen Notizen. Ihr könnt nämlich auch hinter kleinen Felsvorsprüngen in einen Neben... in eine Nebenmine kommen. Zumindest habe ich das mal gehabt und ich habe mich mit Mühe und Not wieder rausgefranst. Wenn ich natürlich Licht habe, ist das kein Problem. Dann dauert es eben eine Stunde länger, bis man wieder draußen ist. Dann muss man auf diesen Trick hier nicht zurückgreifen. Aber ich habe kein Licht und ohne Licht sehe ich nichts und nein, das geht nicht. Das ist einfach nicht möglich. Ne? Also entweder Batterien mit einpacken. Das hätte schon die Lösung gebracht vielleicht. Dann wäre ich von mir jetzt nochmal ganz irgendwo hingerannt und von dort dann nochmal neu. Aber wir waren eigentlich wieder Richtung Alphamine, irgendwie Richtung Bravo hier hinter.
Ne? Irgendwo waren wir hier und ja, das ist es nicht. Wir hätten keine Ahnung, wo man hier unterirdisch dann ist. Man kann das mal irgendwann mal mitschreiben, wie sich das verhält. Vielleicht gibt es ja auch irgendeine Aufnahme von jemandem, der das mal gemacht hat, aber ich glaube eher nicht. Wie gesagt, hier sind wir irgendwie dann rausgekommen und wir haben uns bestimmt hier irgendwo verfranst. Ich weiß es nicht. Und wir waren dann irgendwann hier, glaube ich, zuletzt Richtung Beta-Ausgang oder Bravo-Ausgang. Und ja, ist halt so. Also das ist der Trick. Da Ein- war und ich schon mal. auslocken, sollte er euch an den nächsten gelegenen Ausgang hin teleportieren. Und das haben wir gemacht. Ich esse mal was. Und ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ihr seht, da gibt es jede Menge Rohstoffe, auch wenn ihr Alpha reingeht. Ne? Hier beim Schwefelgebiet da reingehen, in den Alpha-Eingang, dem Verlauf ein bisschen folgen, links halten, kommt ihr in irgendeinen Vorraum. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie es aufgebaut ist. Ich glaube, man geht ja mal im Bergmassiv lang. Na, und dann kommt da irgendwo so ein Raum in linker Hand und dort waren schon jede Menge Rohstoffe. Auf alle Fälle findet ihr in den Minen ziemlich viel Gold. Und ja, und wir können gerne nochmal reinschauen, was wir hier erbeutet haben. Ist nicht alles. Wir haben ja auch was rausgetan. Na, wir haben Tungsten, wir haben ein bisschen Lithium, Kupfer hatten wir vorher geholt. Wir haben Blei rausgeholt, Zink war glaube ich auch vorher. Chromium haben wir jede Menge. Diamanten 33 Stück. Na, Kobalt hatten wir. Ein bisschen Silber, das ist nicht schlecht, das kann man immer gebrauchen. Ein bisschen ist gut, ne? Aber ich glaube, wir hatten vorher auch schon ein klein wenig abgegrast. Und wenn wir jetzt mal schauen in das Baumenü. Bam, 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 bam. Strukturen, Verteidigung. Na, und da haben wir nämlich hier zum Beispiel. Oh, das ist was Neues. Ist das was Neues? Weiß ich jetzt nicht. Aber für alle Fälle würde ich auf die gehen, weil die haben 100 Meter Reichweite. Und ist ein großes Abwehrgeschütz oder ein großes Geschütz, spezialisiert auf Bodeneinheiten und tut nicht Menschen anvisieren. Das ist schon mal nicht schlecht. 100 Meter Reichweite, das hat 50 Meter Reichweite, schießt so eine Art Slugs, also große Projektile, ist ein mittelgroßes Geschütz und hat den Nicknamen, den Spitznamen Goliath Killer. Ist also gegen sehr große ja, organische Ziele, die sehr viel Leben haben. Ja, aber ich denke, das Geschütz macht es am Ende auch. Und ihr seht auch den Unterschied an den Ressourcen. Das ist so 15 Meter Radius. Das ist so die letzte Verteidigungslinie vielleicht und nochmal vorm Gebäude aufgestellt, falls die anderen Geschütze versagen. Ist aber eigentlich mehr so für Personen anstatt. Ja, ist eben gut gegen niedrige, also Lebensformen, die einen niedrigen Lebenswert haben. Ne? Also sage ich mal 100 Lebenspunkte. Und wenn dann Vieh mit 1000 Lebenspunkte kommt, dann hat das eben zu tun, das wegzuräumen. Dann haben wir natürlich die ganzen Schilder hier. Der Z-Schild ist wohl das Beste. Aber auch der Elektrodom ist nicht schlecht. Ne? Und ja, gut, ich hoffe, es hat gefallen. Wir haben die Mine erkundet. Ihr müsst euch das dann einfach mal, wenn ihr euch das interessiert, ein bisschen selber zusammenbasteln. Der Rückweg am Ende, ja, haben wir uns verfranst. Das Licht ging aus. Ich habe den Abzweig nicht mehr gefunden, wo wir hätten zurück müssen. Ist aber am Ende auch egal. Der Trick ist, auslocken, einlocken und das Spiel tut euch an den Eingang zurücksetzen. Ich weiß nicht, ob es der Eingang ist, wo ihr zuletzt wart oder der Eingang, der am nächsten ist, ist am Ende auch egal. Ausgang ist Ausgang und ihr müsst da drinnen nicht verhungern oder sterben. Auch eine schöne Sache. Ja. Gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat gefallen, wie immer. Nächstes Mal machen wir wieder was anderes, aber wir werden natürlich die Höhlen Stück für Stück erkunden und dann sehen wir weiter. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, gern das Däumchen da lassen und dann sehen wir uns hier gerne wieder, wenn ihr möchtet. Macht's gut, ciao, ciao und auf bald.